Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 917. Wie immer kommen diese Spoiler aus dem Pirate Board. Auf dem Cover wird offenbart, dass Bellamy offenbar die Strohhutflagge gemalt hat. Warum auch immer. Wir sehen eine Farm, wo Kaidos Untertanen Nahrung sammeln. Na, immerhin hat der wenigstens was zum Fressen. Einer der Untertanen ist eine Frau mit einer Pferdesmile. Sie schaut aus wie ein Zentaur. Ihr Name ist Speed und sie ist einer der Headliner. Kiku sagt etwas über Jack, wo Ruffy sich an ihn und Sunisha erinnert. Hawkins und Law begegnen sich, aber Law trägt einen Helm, so dass Hawkins ihn nicht erkennt. Als ob er ihn nicht an seinem Schwert erkennen könnte. Na gut, egal, vielleicht ist er einfach nicht so schwertbegeistert wie Zorro. Die Nahrung von der Farm kommt bei Hold'em an. Ruffy rettet Tama mit voller Geschwindigkeit, so dass Hold'em ihn nicht mal sieht. Zorro schickt Kiku mit der Nahrung zu dem Shop von Kranich. Hold'ems Löwenkopf spuckt einen Feuerball, aber Ruffy hält diesen auf und besiegt Hold'em mit Leichtigkeit mittels einer Red Hawk Attacke. Hold'em hat beim Knockout die typischen weißen Augen. Okay, war Shop von Kranich? Habe ich da irgendwie was verpasst? Daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ich meine, wir haben ja schon mal bei Spoilern gesagt hier, irgendwie Kranich passt doch da irgendwie auch mit rein. Aber da war mal irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr genau, was. Und Hold'ems Löwenkopf spuckt einen Feuerball? What the fuck? Wie geht denn das? Sind wir mal gespannt, ob da irgendwie wieder was Neues auftaucht. Von wegen Zoans haben vielleicht besondere Kräfte in irgendeiner Form ab irgendeinem Entwicklungsstand. Da wo Ruffy Hold'em schlägt, sieht ganz genauso aus wie damals bei dem Tenryubito Carlos. Und zwar wirklich 1:1. Sache ist es nur, Hold'em ist ja schon etwas höherer in Kaidos Bande. So leicht besiegt? Mit einem Schlag? Das ist dann doch ein wenig enttäuschend. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie stark dann die anderen sind. Speed und sowas. Am Ende kommt heraus, dass Kaido eigentlich eine ziemliche Lappenbande hat und eigentlich nur er und vielleicht noch seine drei hier Spitzenleute stark sind und alle anderen. Ja. Naja, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall waren das die Spoiler zu Kapitel 917. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und wenn, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und über ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch freuen. Wenn ihr mir live beim Zocken zuschauen wollt, dann kommt einfach auf YouTube Gaming und sucht dort nach Just Insane. Immer wieder zocke ich dort die verschiedensten Spiele stundenweise am Stück. Und selbst wenn ich mal nicht online bin, laufen dort öfters meine YouTube-Videos meiner beiden Kanäle Just Insane und Faceful TV in einer fast 24/7 Dauerschleife. Unterhaltung und Rages der Extraklasse.